das ist österreichische Medizin, ja. Ein Kriegerl und ein Flieger. Ursprünglich, ich habe es ja schon erzählt, also ursprünglich war ein Kriegerl, war eine Flasche Bier, ja, in der alten Zeit. Und ein Kriegerl, jetzt trinkt keiner mehr ein Kriegerl. Aber das war halt in den 90er Jahren so und ja. So, und damals war es halt so, da gehst du in Österreich in den Laden rein, ein Kriegerl und ein Flieger, da kriegst du zwei Schnips. Aber nur eines von den beiden ist tatsächlich ein Schnaps. Das andere ist ein Flieger. Und das eine macht die down, das andere bringt die wieder hoch. Und die Kombi haben die Österreicher heute erfunden. Ich hab jetzt gerade dem Spezi erklärt, im Laden, wo ich das gekauft habe, was eigentlich der Hintergrund ist und wie sich das entwickelt hat und so weiter und auf Deutsch. Und es war schwer, dem das klar zu machen. Weil das ist halt so gewesen. In den 90er Jahren. Oh, jetzt geht's aber los. Ja, in den 90er Jahren war es halt so, da ist das Red Bull geboren. Und